Wusstet ihr eigentlich, wie viel Glück wir haben, in der aktuellen Zeit in Simracing zu leben? Nee? Dann finde jetzt mal in diesem Video raus, warum wir so viel Glück haben. Moinsen, willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal. Gestern am 7.5. kam doch glatt einfach mal so ein Überraschungsupdate bei Kunos raus. Und Kunos hat einfach mal so aus der Kalten den Mustang GT3 geliefert und das Ganze sogar for free. Du musst kein DLC kaufen und das ist nirgendwo hinter einer Paywall versteckt. Nö, einfach Steam anmachen, updaten und rein. Und ich habe mir gestern mal die Zeit genommen und bin mal ein bisschen mit dem Fahrzeug gefahren. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, warte mal kurz, das kennst du doch schon irgendwoher. Irgendwie kommt dir das ganze Ding hier so ein bisschen bekannt vor. Ich bin dann eine Runde Nordschleife gefahren und irgendwann sagte jemand aus dem Chat, sag mal, ist das ein Lexus? Dann kam jemand, sag mal, ist das ein Bentley? Und dann kam jemand um die Ecke und sagte, warte mal, das ist doch hundertprozentig der Jaguar. Lange Rede, kurzer Sinn. Lexus ausprobiert, Bentley ausprobiert, Jaguar ausprobiert. Und der Sound war wirklich wie der Jaguar. Irgendwann hat jemand aus dem Chat gesagt, du, wusstest du eigentlich, dass der Jaguar und der Mustang denselben Motor haben oder den Grundaufbau desselben Motors. Und wir sind gleich mal studieren gegangen. Glücklicherweise konnte man bei YouTube vom Jaguar als auch vom Mustang Onboard Videos finden. Und die klingen tatsächlich sehr identisch, nur dass der beim Mustang etwas tiefer klingt, der Motor. Aber sie waren sehr, sehr ähnlich. Und ich habe am Anfang gedacht, puh, Kunos, da habt ihr euch aber jetzt irgendwie das ein bisschen leicht gemacht und einfach einen Sound genommen, weil Jaguar fährt keiner. Aber dem ist halt wirklich gar nicht so, denn die Motoren sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Und das haben sie sehr schön umgesetzt. Ich wünschte mir, der Mustang wäre noch ein bisschen tiefer und dunkler, ein bisschen bulliger, weil es American Muscle Car. Man denkt halt immer, man hat den richtig dicken Apparat unterm Arsch. Hat man auch, denn es fährt sich wie ein Schiff. Und diese Schiff-Thematik bzw. Problematik haben wir die letzten Jahre so ein bisschen verloren. Die Autos wurden immer agiler, ein bisschen spritziger, immer sportlicher. Und der Bentley ist ja irgendwann aus dem GT3 Sport verschwunden. Der Lexus ist auch nicht mehr in Europa wirklich so vertreten. Und das waren ja so die großen, bolligen Schlachtschiffe. Man nannte den Bentley ja nicht umsonst das Eisenschwein. Und das hat mir immer ein bisschen gefehlt, dass diese großen Brecher da waren. Der BMW hat das immer so ein bisschen gefüllt. Aber jetzt haben wir den Mustang. Wie fährt sich denn der Mustang? Ich würde sagen, da wir ja mal die Tests, die wir fahren, immer ohne Setups machen, wirklich Standard, dass wir planen, das alles vergleichen können, das fühlt sich jetzt schwierig, würde ich sagen. Es war ein bisschen verwirrend, weil er hatte sowohl Untersteuern als auch Übersteuern gleichzeitig, denn der hat im ersten Gang so viel Punch auf dem Arsch, dass dir jedes Mal, wenn du ein bisschen zu doll aufs Gas gegangen bist, der Hintern gekommen ist. Auf der anderen Seite hast du ihn wirklich ganz schwer um die Kurve rumgekriegt und ich denke, wenn du da die richtigen Setups hast und da ein bisschen dran rumfeilst, wird das besser. Nur halt in der Standardausführung, so wie er jetzt drin ist bei ACC, fuhr er sich nicht ganz so leicht. Man muss aber sagen, das Fahrzeug hat überzeugt mit unfassbar starken Bremsen. Also das war, also gefühlt hat der Porsche Bremsen drin, da hast du drauf getreten und bist vorne durch die Frontscheibe wieder raus. Auf der anderen Seite hat das Ding absolut den geisteskranken Topspeed. Also wenn du da noch ein bisschen am Auto rumfeilst, wird das wahrscheinlich noch schneller gehen. Und das Ding zieht an wie, also wie ich schon sagte, im ersten Gang hat das Ding so viel Punch drauf, dass das sieht sogar der Mercedes fast alt gegen aus. Also so vom Gefühl und Fahren her sieht der Mercedes alt aus gegen die Maschine. Also alles in allem kann man sagen, haben wir wirklich ein sehr schönes, fetziges Auto gekriegt. Und mit fetzig meine ich, der sieht richtig bullig aus. Also es ist ja wirklich auch wieder, wie ich schon sagte, ein Fahrzeug, was... Das ist so mein Geschmack. Das ist ein richtig schönes, großes Fahrzeug, was dir auf jeden Fall eine Menge Spaß bereitet auf der Strecke. Und du kriegst das Ganze sogar noch for free in ACC. Das heißt, wenn du ACC besitzen solltest, mach mal ein Update, setz dich mal rein und schau dir mal an, was so die Zukunft der GT3-Fahrzeuge bringt, denn der ist ja nun wirklich sehr, sehr frisch. Ich bin sehr gespannt, ob wir die Möglichkeit bekommen werden, auch die Corvette irgendwann zu fahren und auch den neuen Aston Martin, denn da sind ja auch schon welche in der Pipeline. Der GT3-Sport wird ja gerade wieder ein bisschen belebt mit neuen Fahrzeugen und da freue ich mich wirklich sehr drauf, denn die letzten Jahre ist nur, also bis auf die Evo-Pakete, nie wirklich ein neuer Spieler mit aufs Feld gekommen und wir haben sehr viel Bewegung und ich finde es total fantastisch, dass Kunos das gleich
nachgelegt hat und uns das Ganze ermöglicht hat zu fahren. Also tippitoppi galoppi. Und vielen Dank, Kunos, dass das auch so unfassbar schnell ging. Denn damit habe ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet, denn es war nichts angekündigt. Nirgendwo konnte man was lesen. Und das macht die Sache noch viel schöner und da freut man sich noch viel mehr drauf. Bist du denn schon gefahren, den Mustang? Oder hast du noch gar nicht geupdatet? Oder wusstest du vielleicht auch gar nicht, dass der da ist? Probier es mal aus und lass mich mal wissen, wie er dir gefällt und was du davon hältst im Vergleich auch zu den anderen Fahrzeugen. Ob du schon Setup gebaut hast und vielleicht sogar schon Rennen gefahren bist damit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Vielen Dank auch an alle Leute, die immer Kommentare schreiben. Ich habe die letzten Wochen, weil ich ja im Urlaub war, nicht so viel beantwortet. Also ich habe noch so 300 habe ich noch übrig, aber da komme ich noch dazu und ich werde sie auch alle nach und nach beantworten, denn ich freue mich wirklich immer sehr, wie schön und wie toll wir uns in den Kommentaren unterhalten, was ihr so für Ansichten habt zum Simracing und generell die ganze Entwicklung. Also lasst es euch gut gehen, haut vielleicht noch einen Daumen hoch oder runter rein, das ist mir einerlei, denn ich freue mich über jegliches Feedback, auch wenn es euch nicht gefallen sollte. Und dann grüße ich alle Kanalmitglieder. Vielen Dank, dass ihr darüber hinaus noch diesen Kanal unterstützt. Und wir sehen uns vielleicht im Livestream auf Twitch. Haust rein. Ciao, Kakao. Bis den Dansen.